Ja, hallo, grüß euch. Ich glaube, es ist wohl wichtig festzustellen, dass es hier ab einer bestimmten Höhe, wenn man sich auf eine bestimmte Sphäre hin katapultiert hat, und genau das tut ihr, katapultiert euch mit dem, was ihr denkt, immer irgendwo hin, dass wir dann auf einer bestimmten Ebene auf Mitgefühl, Barmherzigkeit und Hilfe nicht weiter hoffen. Nicht weiter, damit nicht weiter rechnen können. Das ist nur wirklich was für die unteren Semester. Die brauchen noch Hilfe, die brauchen noch Mitgefühl, die brauchen noch, habt doch Mitleid, die sind doch noch auf dem Barmherzigkeit und auf dem gnadenreichen Trip oder sowas. Das ist da noch so. Nicht, ach ja, sei mir gnädig, da gefallen sich einige auch sehr. Ach Gott, was hat Christus mir doch geholfen? Ach, was haben mir meine Schutzengel doch geholfen? Entschuldige bitte einmal. Wenn jemand auf einer höheren Sphäre gelangt ist, der weiß eines ganz genau. Seine Schutzbegleiter, seine Mitstreiter, und streiten nicht, sondern seine Begleiter, die helfen ihm nicht. Sondern die stellen etwas sicher. Sie stellen eine Art Infrastruktur sicher. Es ist in einer höheren Sphäre eines unabdingbar die Sicherstellung, dass wirklich jeder jeden erreicht. Und dass die Wege der Kristallenergie frei fließen können. Und dass du in deinem Leben nur die Aufgabe hast, aber das ist eine gewaltige Aufgabe, sicherzustellen, dass sich die Kristallenergie auf jeden Fall und immer erreicht. Und du wiederum sicherstellst, dass sich die Kristallenergie jederzeit und sicher erreicht, ohne von deinen eigenen Gedanken, Vorstellungen, Wünschen, was weiß ich, was alles blockiert zu werden. In diesem Land kriegen wir das, was den Verkehr angeht, sehr gut hin. Sogar sehr gut. Exzellent sogar. Aber wir haben den Übersprung nicht geschafft. Wir haben nicht begriffen, was das eigentlich ganz genau bedeutet. Und ein echter Warnschuss war im Jahre 2010, als die Love Parade da so schiefgegangen ist. An sich wäre das da umzusetzen gewesen. An sich ja. Die Schwierigkeit hat nur daran bestanden, dass Hunderttausende von Menschen durch einen sehr schmalen Tunnel mussten. Und um das zu gewährleisten, hätte es etwas gebraucht, was wir in diesem Land aber schon seit Jahrzehnten, seit den 50er Jahren, sichergestellt haben. Nämlich, dass bei jedem großen Event, bei jeder größeren Veranstaltung, Sicherheitskräfte, Ordnungskräfte dabei sind, die den reibungslosen Ablauf eines Geschehnisses garantieren. Und die werden auf jeden Fall sicherstellen, dass wirklich jeder und wirklich jeder jeden erreicht. Und das kriegt man mit einer elektronischen Alarmanlage oder Warnanlage sofort hin. Das heißt, der Funkverkehr hat eine Vorrangschaltung. Das heißt also, ganz egal, wer mit wem sprechen möchte, dass diese Verbindung steht immer. Ganz egal, wie viele Menschen da noch telefonieren oder wie viele Menschen da sich da befinden und tanzen oder sonst irgendwas. Diese Verbindung steht immer. Und jeder also jeder Sicherheitsdienstleute können dir das sofort bestätigen. Damit eine Veranstaltung größeren Ausmaßes funktionieren kann, muss sicher sein, dass jeder jeden erreicht, der das organisiert. So, das leuchtet uns ein. Das leuchtet uns garantiert ein. Denn wenn wir auf der Straße sind, sagen wir mal, über den Fußgängerweg gehen über die Straße gehen mit einem Auto unterwegs sind und uns durch den Stadtverkehr bewegen, brauchen wir, auch wenn es manchmal zu Staus kommt, aber wir haben eine sichergestellte freie Fahrt und wird nur in wenigen Fällen unterbrochen. Wir haben ja nicht alle 2 Minuten Verkehrsunfälle. Das funktioniert also. Wir haben die Überleitung nicht geschafft, den Übersprung nicht geschafft. Wir haben nicht begriffen, dass das in der himmlischen Sphäre ganz genauso ist. Damit das Leben ohne größere Unfälle, ohne Stress und Hektik und ohne irgendwelche Panik verlaufen kann, muss sichergestellt sein, dass die Kristallwege, die Kristallenergie frei fließen kann. Aber hier auf der Erde machen die Menschen noch viel zu viel Lärm. Halten Dinge für wichtig, die es in keinster Weise sind. Schreien, wenn irgendwas schief geht. Und die Suche nach den Schuldigen setzt, die beginnt schon noch, bevor was passiert ist.
Aber was ich jetzt hier sage, ist für dich eine direkte Aufforderung. Du musst sicherstellen, dass dein höchster Geist, dein höchstes Selbst, alle deine Lichtkräfte, Lichtengel, die natürlich bei dir sind, dich jederzeit erreichen können und du sie jederzeit erreichst, ohne irgendwelche Gedanken, Beschimpfungen, Wüste, Anschuldigungen, was auch immer, dass sie das blockieren. Sonst erreicht dich diese Energie nie. Wenn man noch sehr weit davon entfernt ist, dann tut man gut daran, an die Gnade und Barmherzigkeit und all so einen Quark zu glauben. Das ist schon richtig. Und du wirst sie auch bekommen. Das heißt, wenn jemand buchstäblich und sprichwörtlich aus dem letzten Loch pfeift, dann kannst du sicher sein, dass du die Gnade und Barmherzigkeit bekommen wirst, auf jeden Fall. Natürlich bekommst du die. Aber du bekommst auch was anderes. Nach einer gewissen Zeit auch das Verständnis dafür, dass du auf das sogenannte Licht Gottes und so weiter nicht bloß die Möglichkeit hast, es zu bekommen, sondern du hast auch ein Recht darauf. Das brauchst du ja. Ich hatte vor ein paar Tagen mal gesagt, ich schließe mit meinem höheren Selbst und ich schließe mit meinem höchsten Geist einen Handel. Bis mir aufgefallen ist, das ist gar kein Handel. Das ist logisch. Damit ich einwandfrei dafür sorgen kann, dass meine Wege, meine Zufahrtswege zu meiner höchsten Quelle frei sind, brauche ich ein sehr helles Licht in meinem Leben, nämlich mich, damit das sichergestellt ist, dass ich diesen Weg auch wirklich gehen kann und dass diese Energie mich auch wirklich erreicht. Damit bin ich aber doch nun keine Ausnahme. Das ist jeder Mensch. Der muss es. Du musst sicherstellen, dass dein Zugang zu deiner höchsten Quelle jederzeit erreichbar ist und frei ist. Und zwar für dich. Alle anderen haben da nichts zu suchen. Also die haben ihren eigenen Weg. Und je nachdem, wie weit sie davon entfernt sind, brauchen sie sicherlich auch eine gewisse Hilfe. Aber auf diese Hilfe haben sie auch ein Recht. Nur, dass diese Hilfe nicht blockiert werden dürfen. Dass diese Hilfe nicht blockiert werden darf. Indem du selber hier anfängst, unrealistische Vorstellungen zu entwickeln oder, was noch viel schlimmer ist, alle anderen mal unter die Lupe zu nehmen, was denn wohl mit denen los ist. Damit ist dir die Hilfe sofort verwehrt, weil du selber blockierst sie ja. Da ist schon was dran an dem Song mit diesem völlig losgelöst in den 80er Jahren von Peter Schilling. Du müsstest dich ehrlich von allem lösen, was dich hier in diesem Leben so festgehalten hat. Und ich hatte mich vor ein paar Tagen gefragt, was will ich hier eigentlich noch? Im Grunde genommen hat das Leben mir hier nichts zu bieten. Denn ganz egal, was gut sein könnte, es hätte sofort irgendwas, es würde eine Konsequenz nach sich ziehen, die ich eben nicht haben will. Es würde mich ja damit etwas verbinden, was ich sowieso nicht haben will. Und dann fiel mir Jesus in der Wüste ein, als der ja so versucht worden ist. Da ging es doch darum, dass der Teufel ihm gesagt haben soll, hier von wegen, das alles will ich dir schenken, wenn du mich hier anbetest. Das wenn bei diesem Quatsch mit Gott und Teufel und was weiß ich was alles, sondern überlegen mal, was das wirklich heißen könnte. Damit ich in diesem Leben ein gutes Leben habe, müsste ich mich mit lauter Leuten verbinden und einigen und in irgendeiner Weise in Verbindung stehen, die mir im Nachhinein aber sehr viel Schwierigkeiten machen würden. Dazu habe ich aber keine Lust. Das will ich aber nicht. Ich will ein gutes Leben haben, ja. Aber unabhängig davon, was die hier alle dafür an tolle Angebote und was weiß ich was oder Sonderpreise oder was weiß ich was im Gepäck haben. Das brauche ich alles nicht. Was ich haben will, ist einen freien Zugang zu meiner Energie, zur Kristallenergie. Und das, womit man mich hier so lockt, ist genau das, was den freien Zugang zur Kristallenergie, von der ich in Pausen muss rede, blockieren würde. Neu an dem, was ich sage, ist nur eins, dass ich weiß, dass praktisch jeder diesen erreichen muss und auch erreichen kann. Und dass wir tunlichst gut daran tun, dafür, dass wir sicherstellen, dass wir es A erreichen und B einem anderen keine Steine in den Weg legen. Das wäre eine gute Idee. Das würde ich gut finden.
Und das ist auch mit Verlaub das, wo ich leben will. Ich habe einfach keine große Lust, mich über irgendwelche Mätzchen zu unterhalten. Wir hätten im Jahre 2010, als das da in Duisburg was passierte mit der Love Parade, eigentlich drauf kommen müssen. Was ist denn da nun wirklich schiefgegangen? Schiefgegangen war, dass das so mangelhaft organisiert worden ist. Abgesehen davon, dass die Stadt meinetwegen auch ungeeignet war und dass da verschiedene andere Sachen auch noch schiefgegangen sind und geschenkt. Was ist daran wirklich schiefgegangen? Dass das so mangelhaft organisiert worden ist und dass sich sichergestellt war, dass auch an den beengten Verhältnissen jeder sicher durchkam, was normalerweise unser Land sehr gut kann. Denn dass das möglich gewesen wäre, zeigte ja, als nun klar war, dass es da schon Tote gegeben hat, dass auch wirklich Rettungskräfte eintrafen, dass innerhalb von wenigen Minuten die Straße frei war, die Rettungsgasse funktionierte. Das hätte aber auch schon vorher passieren können, ohne dass es Tote gegeben hätte. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, die ENA war nicht da. Und das ist etwas, was absolut nicht, was in keiner Veranstaltung wäre das möglich. Dass es eine elektronische Lautsprecheranlage nicht gibt, ja, das gibt es nicht. Aber da gab es das eben doch. Und wir hätten überlegen müssen. Aber leider hatten wir ein zu großes Geschrei der Politiker. Und ein zu großes Geschrei der, die immer alles besten wissen wollen. Und dann hatten wir natürlich auch noch einen lauten Ruf nach dem Henk, den Oberbürgermeister, der eigentlich nur eins getan hat, was alle anderen wollten, nämlich die Love-Parade in die nach Duisburg bringen. Also es ist unglaublich bei uns. Aber ganz egal jetzt, was da in Duisburg passiert ist, für mich ist nur eins wichtig. Wie kriege ich das hin? Dass ich zu meinem höchsten Geist, zu meinem Dienstherrn sozusagen, denn mein höchster Geist ist eindeutig mein Dienstherr, ich meine, in dessen Auftrag bin ich hier und in meinem auch, also da muss ja nun die Verbindung halbwegs funktionieren und die muss gut funktionieren. Wie kriege ich das hin? Na, indem ich natürlich pausenlos mit ihm rede, pausenlos an ihn denke und wirklich dafür sorge, dass ich keine Gedanken habe, die den Weg der Kristallenergie in irgendeiner Weise blockieren würden. Das ist nun allerdings eine Lebenshaltung, eine Lebensbetrachtung, die haben nicht alle. Das ist unmöglich, so wie sie sich aufführen. Die müssen erstmal dazu kommen, dass sie erstmal ihre Schwingung erhöhen müssen. Aber auch das haben die natürlich alle nicht nötig, wenn ich mir das Geschrei hier so anhöre. Das haben sie ganz einfach nicht nötig. So. Also gestern schrieb mir da irgendjemand was davon, ach Gott, ja, nicht gut und böse, sind ja zwei Seiten desselben Medaillons. Ich sage, oh Gott, oh Junge, du meinst dieselbe Medaille, aber gut, egal. Ach ja, das sind ja zwei Seiten. In jedem Menschen schummelt ja auch was Böses. Weißt du, bei solchen Anfängergequake, da will irgendwie meine Faust da irgendwie in deren Gesicht, aber nicht, um sie zu vermöbeln, sondern einfach nur so, um dann wirklich am Ende zu knallen, damit da mal irgendwo was im Kopf zu arbeiten beginnt. Denn ich meine, ihr müsst doch mittlerweile dahinter gekommen sein, dass eure Selbstsucht, die ihr natürlich habt, einen guten Grund hat. Du hast gute Gründe, selbstsüchtig zu sein, nämlich nach dir selbst. Aber warum stellst du dann nicht sicher, dass deine Energie so klasse ist, dass du mit deiner eigenen Selbstsucht keinen Schaden anrichtest? Sorge dafür, dass du die Kristallenergie bist, nach der du so hungerst. Und die dann natürlich keine weitere Sperren für andere darstellen würde. Es ist schon erstaunlich, dass man euch das immer noch so, dass man das immer noch so sagen muss. Weil mich wundert das auch. Und ich denke, dass es Zeit ist, dass wir mal anfangen, mit den Brüdern hier Tacheles zu reden. Denn dieses Gekreische hier geht einem ziemlich auf den Wecker. Jetzt wollen wir doch mal aufreden mit den Brüdern hier. Die meisten sind, das sind schon Brüder, das ist schon richtig. Das sind Brüder. Und wie? Das sind Söhne, Götter. Oh ja, das sind sie. Sie bleiben auf ihrem Standpunkt, bis sie verschimmeln. Bewegen sich nicht einen Millimeter und irgendwie kriegen die auch nichts gebacken. Die jetzt ein bisschen weitergekommen sind, sind wir Schwestern geworden. Das heißt, wir fangen an,
eine Philosophie, eine bestimmte Glaubensrichtung, eine Denkungsrichtung, Ansichten, Meinungen, die wir für lebenswert und erstrebenswert halten, lebendig zu machen und bewegen uns auf diesem Weg auch. Und wir stehen nicht da wie Ölgötzen und erwarten, dass alles mal eben so ganz toll wird, aber werden wir eigentlich innerlich verkümmern. Auf diesen Weg haben wir verlassen. Die meisten tun das noch. Leider. Der Araber, der so stolz auf seinen Sohn ist, weil er hoffen kann, dass er genauso verdammt ist wie er, ist zum Beispiel. Der bleibt so. Der Araber, der stolze Araber, der stolze Türke, der stolze, ach, der was weiß ich was, der da seinen Sohn im Arm hält, der stolze Grieche, wie auch immer, der seinen Sohn im Arm hält und hofft, dass er genauso eine verknackte, verknickte im Anfang schon verkorkste Ideologie aufrechterhält. Ja, der Sohn tut das auch. Aber ja, der bleibt da auch strikt bei. Oh ja. Die Frauen haben die Familienehre zu verteidigen, wenn nicht, dann werden sie immer erschossen. Punkt um. Ja, warum auch nicht? Warum sollen sie nicht so vorgehen? Es wird ihnen zwar nichts Gutes einbringen, aber es ist ein Standpunkt, den sie vertreten. Ja, dann bleiben sie eben dabei. Aber dann werden sie auch sorgfältig von dem entfernt, was einen freien Zulauf der Kristallenergie garantieren würde. Und solange sie an sich kein Interesse haben, das zu tun, das besser zu machen, bleiben die so. Und mein Mitgefühl hält sich in dieser Hinsicht sehr arg in Grenzen. Ich habe gar keins. Ich habe noch nicht mal Mitgefühl mit mir. Warum also dann mit den anderen? Ich sagte doch, das Einzige, was ich hier tue, ist, sicherzustellen, dass mich Kristallenergie immer erreicht. Und mich nichts mehr mein Denken blockiert. Meine Gedanken dürfen mich einfach nicht blockieren, Punkt. Und das ist bei dir genauso. Das ist bei jedem Menschen so. Er kann es auch lassen. Alle die Kirchgänger, die dann so auf die Gnade Gottes hoffen, sind so im Fall. Sie hoffen auf die Gnade Gottes. Die Jesus, ah, du bist ja für mich gestorben. Ah, hilf mir, hilf mir. Also allmählich sollten sie begriffen haben, dass Jesus nichts dergleichen vorhat. Er führt dich zur Kristallenergie, ja. Aber trinken musst du selber. Und wenn du das nicht verstehst, dass dein Zugang zur Kristallenergie und deine Hinwendung zur Kristallenergie wird durch Jesus Christus ja so halbwegs gesichert, aber auch nur halbwegs. Und andere denken es nicht über Jesus Christus, sondern sie wissen, ha, ich habe den Zugang zur Kristallenergie, ich will ihn ja haben, also habe ich ihn auch, sind genauso gut damit bedient. Ich will damit sagen, dass du keinen Glauben an Jesus Christus brauchst, ganz im Gegenteil. Denn warum solltest du glauben, dass irgendjemand für dich am Kreuz gestorben ist? Das ist ja völlig lächerlich. Nein, das ist dummes Zeug. Du brauchst den Weg zur Kristallenergie, ja. Aber den brauchst du nicht über irgendwelche Personen. Schon gar nicht die, die von der Kirche hochgehalten werden. Da mach mal eher einen Bogen drum. Ich hatte gesagt vor ein paar Tagen, also manchmal, da macht es ja Freude, in der Bibel zu lesen, wenn man sich überlegt, dass man das mal selber gesagt hat. Nun sagt, wird aber immer wieder gesagt, der Herr ist ja voller Gnade und Barmherzigkeit. Nein, ist er nie. Ist er nie. Es geht Gnade und Barmherzigkeit, ja. Aber die finden sich in den unteren Semestern ab. Da brauchst du sie nämlich auch noch. Da brauchte ich sie auch. Ich habe nichts gegen Gnade und Barmherzigkeit, aber wenn ich nach einem gewissen Entwicklungsweg da immer noch drauf hoffe, ja, dann zurück zum Start, weil das ist ja albern. Ich müsste in der Lage sein zu begreifen, dass die Hilfe Gottes, die da ja eindeutig kommt, keine Hilfe ist, sondern eine klare Berechnung. Wenn ich so viel Licht in meinem Denken habe, dass ich den Weg zur Kristallenergie freigekriegt habe, dann läuft dieser Weg der Kristallenergie frei fließend und bewirkt eine Menge Gutes. Ja, damit habe ich aber auch ein Recht darauf, dass ich so viel Licht bekomme. Aber auch die Verpflichtung, diese nicht weiter zu blockieren, indem ich beispielsweise andere anfauche, dass sie doch bitte mal das und das nicht tun sollen. Wenn ich sage, bestimmte Menschen,
Kannibas gefallen mir nicht und werden auch von mir weggebracht, weil ich sie in meiner Umgebung nicht ertragen will, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ich denen befehle, anders zu sein. Das kann ich nicht. Darum sagte ich auch, der stolze Araber, der da so glücklich über seinen Sohn ist und der Familienehre dann hochgehalten wird und so etwas, und die Töchter, die werden ihm dazu verdammt, ein Leben in Kummer und Gram zu führen und immer schön kann man immer schön kaputt hauen, wenn sie es verwagen zu lächeln. Solche Menschen gefallen mir nicht. Und darum sind sie auch in meinem Umfeld aus meinem Umfeld verschwunden. Und Gnade Gott demjenigen, der es wagt, um meine Sphäre hier zu betreten und mit so solchen Ansichten zu kommen. Ich gnade ihm nicht. Da geht die Tür sofort zu. Das ist alles. Ich brauche ihn nicht großartig zu bekämpfen oder zu bekriegen. Wozu denn? Er bleibt von meiner Sphäre fern. Punkt. Und in dieser Hinsicht bin ich sehr gnadenlos. Ich habe überhaupt gar kein Mitgefühl mit irgendwelchen Leuten, die irgendwo in der Patsche stecken. Ich sage ihnen zwar, was sie tun können, um rauszukommen. Aber dann, mehr habe ich damit nichts zu tun. Tja. Und damit sitzen wir ganz gewaltig drin. Darum sagte ich auch. Es wird Zeit, dass wir mal mit den Brüdern anfangen, Tacheles zu reden. Und glaube nicht, dass deine Ansicht irgendjemanden interessiert über irgendwas. Auch meine Ansicht über irgendetwas interessiert hier praktisch keinen. Warum auch? Es ist die Ansicht, die ich habe, die aus mir etwas macht. Und du hörst dir vielleicht hin und wieder mal was an und dann kannst du entscheiden, ja gut, das finde ich jetzt eigentlich auch richtig und denke, ja, das werde ich mal irgendwie überlegen, was so meinem Denken dabei rauskommt. Aber das ist auch alles. Wir fangen doch hier nicht an, also die in einer höheren Sphären, fangen doch nicht an, da sich da gegenseitig bis zum geht nicht was zu bekriegen, auf gar keinen Fall. Alles, was wir denken, was wir sagen, ist eine Freiwerdung eines Energiestromes, in dem ich ja nun mal stecke. Und dann sorge ich dafür, dass es so störungsfrei wie möglich sich da abspielt. Und dafür sorge ich, dass meine Gedanken mich ständig reinigen. Wie Ohren hat der Hörer? Ich denke, dass du deine Ohren wirklich spitzen musst, und zwar für dich selbst. Was sagen deine Gedanken dir genau? Was sagen sie dir wirklich? Worüber denkst du nach? Was hältst du für richtig? Was denkst du, wo man sich hinbewegen sollte? Und wovon lässt du mal besser die Finger? Das ist deine Entscheidung. Und sie bewirkt, dass sich in deinem Lebensstrom alles anfindet, was deine Entscheidung möglich gemacht hat. Das ist die Eigenverantwortung, von der Menschen noch leider keine Ahnung haben oder zu wenige eine Ahnung haben. Sie reden zwar immer davon, ich will selbst für mein Leben bestimmt sein und ich will selbstbestimmt sein und ich will selbstverantwortlich sein für mein Leben und so weiter, aber in dem Augenblick, wo sie es dann sind, dann fangen sie an zu schreien. Sowas gefällt mir nun wiederum nicht. Ich bin durchaus dafür verantwortlich, was in meinem Leben sich da anfindet. Aber auch verantwortlich für das, was sie in meinem Leben nicht anfindet. Wenn ich aber etwas haben will, was aber in meinem Leben noch gar nicht angetroffen ist, ja, dann muss es einen Grund geben dafür, dass ich dafür noch nicht empfänglich geworden bin, dass mich das noch nicht erreicht hat. Ich bin verantwortlich dafür, für das, was mich erreicht. Für das, was mich nicht erreicht hat. Ja. Darauf brauche ich dann ja auch nicht zu reagieren. Auch wenn mir die guten Seelen der Grünen erzählen wollen, dass man doch auch sicherlich sich mal um die anderen zu kümmern hat. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die anderen, indem ich ihnen keine Steine in den Weg lege. Indem ich also Vorschläge für Verordnungen herausbringe, die andere Menschen in irgendeiner Weise belastend oder
ihnen einfach eine Menge Freude wegnimmt. Das habe ich noch nicht gehört. Die wollen Böllerverbot einführen. Warum? Was ist denn da passiert? Ja, die haben angefangen da so zu... Mein Gott, da gab es irgendwelche Unfälle oder sowas. Ja, meine Güte, noch einmal. Ja, es fängt an, dass Menschen anfangen müssen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und du bist für alles verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Für alles. Und erzähl mir nicht, dass du unschuldig im Knast gesessen hast. Das gibt es nicht. Es mag sein, dass du nicht, dass du das Verbrechen, was man dir angelastet hat, nicht begangen hast. Das ist ja möglich. Aber du findest dich immer in genau den Umständen wieder, für die du selbst eins gesorgt hast. Also ändere sie, wenn sie dir nicht passen. Und darum sagte ich auch, sorge dafür, dass der Kristallstrom dich auf jeden Fall erreicht und immer erreichen kann. Das ist deine Verantwortung in deinem Leben. Damit wir ein Netz hinbekommen, also je mehr Menschen das machen, desto besser ist es, weil dann kriegen wir ein Netz hin. Ein Netz von einer wirklich frei fließenden Energie, Kristallenergie, die dann natürlich die Umstände sofort besänftigen, beruhigen und sofort in Ordnung bringen würde. Das würde schneller gehen, als die Woche Tage hat. Also das geht so schnell, weil dann wäre ja sofort jeder Unmut und jeder Krampf und jeder Angst, was weiß ich was, verschwunden. Denn du brauchst keine Angst zu haben, wenn du genau weißt, du bist für Kristallenergie immer empfänglich. Du kriegst die immer. Die erreicht dich immer und sofort und auf der Stelle. Das merkst du durch das, was du denkst. Und das ist nun genau der Anzeiger, von dem die meisten Menschen wegrennen. Ich wasche mal hin den Unschuld. Ich sag's euch. Ich hoffe, dass du mit dem, was ich gesagt habe, was anfangen konntest. Und nimm mir das nicht übel, dass ich sagte, wir sollten hier wirklich anfangen, mit den Brüdern hier Tacheles zu reden. Wir müssen unbedingt mit denen Tacheles reden. Solange wir hier noch Kräfte der Barmherzigkeit und des Mitgefühls so bedienen, das tun nämlich sehr, sehr viele hier auf diesem Weg, so lange blockieren wir eine freie Fahrt, eine freie Bahn. Denn wenn ich so gerne barmherzig sein will und so gerne Mitgefühl habe und so gerne helfe, ja, dann brauche ich die Menschen, die Barmherzigkeit brauchen, Mitgefühl brauchen und Hilfe brauchen. Aber danach steht mir nun wiederum nicht der Sinn. Ich habe keine Lust, in einem Land zu leben, in dem alle Menschen Hilfe brauchen. Ich will, dass jeder Mensch in der Lage ist, dass er die Kristallenergie ja selber bekommen kann. Und sich nicht von irgendwelchen Pastoren und Pastorinnen davon ins Boxhorn jagen lässt. Und genau das tun sie. Sie erzählen dir, dass die Gnade von Christus ja groß ist. Ich sage dir, die Gnade brauchst du nicht. Sie erzählen dir, dass das Mitgefühl von Jesus Christus ja groß ist. Ich sage dir, du brauchst sie nicht. Ich sage dir nur, du kannst die Energie, der Kristallenergie jederzeit bekommen. Du musst nur damit rechnen, dass sie beginnt, in dir aufzuräumen. Und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Ich weiß es zufällig. So, und was ist jetzt mit unseren Moslems? Und Muslimas? Deren Kopftücher sprechen Bänder, nicht? Und was unsere Moslems zu denken auch, was sie so erzählen. Es gefällt mir nicht. Und darum gehe ich davon auch weg. Mir ist nicht so ganz klar, wie eine muslimische Regierung oder eine muslimische getragene Regierung funktionieren soll. Ich weiß, wie sie funktioniert und weiß, dass es den Menschen nicht gefällt. Jedenfalls der einen Hälfte der Menschheit nicht. Die anderen fühlt sich großartig. Warum? Ich kommentiere das nicht weiter. Ich möchte dir nur sagen, sieh zu, dass du zur Kristallenergie kommst. Das schaffst du auch, wenn du muslimischen Glaubens bist. Du müsstest nur wollen.
und du müsstest einige geringschätzige Ansichten des Lebens über Bord werfen. Denn nichts blockiert die Kristallenergie so sehr wie Geringschätzung. Und nichts blockiert die Kristallenergie so sehr, wie es besser zu wissen, was für andere besser, was für andere gut ist. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich erdreistet, einem anderen Menschen zu erzählen, dass er weiß, was für ihn gut ist, wenn also ein Mann genau weiß, was für eine Frau gut ist und sie verprügelt, wenn sie das nicht will, kann der sich seine Kristallenergie und seinen Zugang dazu zum Abschminken. So, Punkt. Das war's. Sorry, aber ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich kenne sie nur. Und ich finde eigentlich, dass es gute Gesetze sind. Dass jeder seinen Zugang zur Kristallenergie bekommt und demzufolge dann wieder frei sein kann. Also sag mal, ist doch prima. Und eine gute Sache. Wir haben das ja auch immer gesucht. Das war genau das, was wir haben wollten. Wir haben das nur nicht gewusst. Und wir haben nicht erkannt, dass jeder in dem anderen eigentlich den Anzeiger abbiss, auf dem er gerade selber steht. Ja. Deshalb brauchst du den Anzeiger nur nicht zu verprügeln. Es reicht, dass du von ihm weg bist. Bewege dich also von dem, was du nicht magst, weg. Du kannst es verlassen, die Garantie hast du. Das ist der Grund, warum du niemanden mehr hassen brauchst. Ich brauche niemanden zu hassen, da ich die Garantie habe, die jederzeit und immer zu verlassen. Ja, dann verlasse ich sie. Es wird dir in dem Moment schwer, das zu verlassen, wenn du noch mit halbem Bein drin steckst. Und hier kommt die Selbstkontrolle des Denkens ins Spiel. Was ich euch hier sage, ist weit entfernt davon, euch in Sicherheit zu wiegen und zu sagen, ach, mach dir keine Sorgen und Gott ist ja so barmherzig. Entschuldige bitte einmal, aber in einer bestimmten Sphäre hört er auf, barmherzig zu sein. Dann erwartet er etwas, dann verlangt er etwas. Er erhält dein Licht, solange du seins erhältst. Mit anderen Worten, er lässt mit sich reden, kein Thema. Erleuchte mein Licht, damit ich deins erhellen kann, ist wohl die wirkungsvollste Ansage. Heiliger Geist, erleuchte mein Licht, damit ich deines erhellen kann. Das liegt ja auf der Hand. Nun, mit Kristallenergie erhältst du es garantiert. Und erleuchtest du es garantiert. Aber dann darfst du es auch in keinster Weise blockieren. Und die Blockade geht von dir aus, nicht von anderen. Du magst die, es mögen die Auslöser gewesen sein. Das glaube ich dir schon. Auf jeden Fall. Dass dich irgendwas geärgert hat. Und dass es auch näher an dich rangekommen ist, als du hättest zulassen dürfen. Das stimmt auch. Das gibt es auch, klar. Aber, und an dieser Stelle kommt mein Aber, denn du hast die Möglichkeit, zurückzuweichen, sondern so und hier, so, da und stehen bleiben. Nee, einen Schritt weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin werde ich noch halbwegs damit fertig, aber alles andere nein. Und ich habe jede Menge Hilfe, dass ich damit fertig werden kann. Soll heißen, auch wenn dich Schwierigkeiten bedrängen. Die müssen ja nicht bleiben. Du kannst ja wegkriegen. Tja, das ist für einige eine bittere Nachricht. Ich möchte nicht in der Haut von einigen Menschen stecken. Ganz einfach, weil ich da schon mal drin war. Und es hat lange gedauert, bis ich mich daraus gekämpft habe. Ich sagte gerade eben, es mag ja sein, dass du mal unschuldig im Knast gesessen hast, dass du unschuldig zu etwas gekommen bist, ja, nur dass es das nicht gibt, es erfängt dich immer genau das, wofür du gerade reif und empfänglich bist. Das gilt übrigens auch für mich, obwohl, ich meine, ich habe damals mein Kind verloren und außer für den besonderen Umständen. Ich würde sagen, ich war für die unschuldig dabei. Jein. Denn wenn ich so völlig unschuldig dabei wäre und wenn ich da überhaupt gar keine Empfänglichkeit für gehabt hätte, wäre es ja nicht passiert. Also,
Ich gebe zu, ich möchte nicht in der Haut der Richter und der Staatsanwälte und der Jugendämter und was weiß ich was einstecken, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Und in der Haut des Vaters meiner Tochter möchte ich auch nicht stecken. Ich weiß gut, in was für eine Haut der steckt, und ich weiß auch gut, was er für Schwierigkeiten hat, um da wieder rauszukommen. Denn seinem eigenen Kind die Mutter zu rauben, also ja, mein lieber Schwan. Ich hoffe, dass der Kerl weiß, dass er es hier aufgebürdet hat. Er weiß es nicht, aber ich weiß es. Denn ich bin gerade da raus. Also die Geisterbahn, die da einige vor sich haben, also alle Achtung. Ich hoffe, Sie wissen was, worauf Sie sich eingelassen haben. Und in die Haut der Richter möchte ich auch nicht stecken. Also ich weiß genau, was die da vor sich haben. Und ich weiß auch, dass das alles auch mal ein Spaziergang ist. Dann weiß ich auch, dass wir früher oder später anfangen werden, nach der Gnade und nach der Barmherzigkeit von Christus oder sonst irgendjemand zu faseln und zu rufen. Sie werden sie kriegen. Natürlich werdet ihr die kriegen. Die werden sie alle kriegen. Die Gnade und Barmherzigkeit schon. Aber irgendwann musst du einmal anfangen, aus diesem, dass man dir ein bisschen Luft wieder gelassen hat, wieder was zu machen. Deine Gedanken sind Energieträger, das sagte ich ja schon sehr oft. Und die erfüllen, man kann fast sagen, die füllen eine Art Blase, fast wie ein Luftballon. Also deine Gedanken haben also Emotionen im Gepäck und die blasen sozusagen einen Luftballon auf. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und er wird voll und voll und immer voller. So voll, dass er zerreißt. Und jetzt zerplatzt das praktisch wie ein Luftballon. Und die Energie, die da drin steckt, die Emotionen, die da drin stecken, ergießen sich über das gesamte Umfeld von dir. Und jeder, der dafür empfänglich ist, kriegt so eine Ladung ab. Nimm also an, du hast lauter Gedanken des Wut und des Zorns. Einfach mal, um das jetzt ins Beispiel zu stellen. Du bist vom ganzen Wesen her ein erzorniger und wütender Mensch. Und jetzt erfüllen seine Gedanken lauter Zorn und lauter Wut. Und seine Gedanken sind Energieträger von Zorn und Wut. Und jetzt bläst er praktisch damit den Ballon auf. Jede Menge Zorn, jede Menge Wut kommen in diesen Ballon rein. Und sagen wir mal, das ist so jemand, der, sagen wir mal, in so einer Stadt wie Berlin oder Hamburg lebt, und jetzt pumpt er den richtig auf. Und irgendwann zerreißt er, platzt. Und über die gesamte Stadt ergießt sich die ganze Wut, der ganze Zorn. Und jeder, der dafür empfänglich ist, der kriegt so eine Ladung ab. Und jetzt gehen wir mal weiter. Es gibt da noch was anderes als Wut oder Zorn. Es gibt zum Beispiel auch Traurigkeit, es gibt Depressionen, es gibt Hilflosigkeit, Ohnmacht. Frauen im Nahen Osten, es ist so ein Fall, wenn die da unter Burkas verschwinden müssen, all sowas. Das macht Menschen traurig, das macht sie, das demütigt sie, das macht sie zum Menschen zweiter Klasse, das macht sie, sie werden zertrampelt bis zum geht nicht was. Das hält ein Mensch aber nur begrenzt aus. Und dazu kommt, er denkt ja auch etwas. Und all diese Demut, die Hilflosigkeit, die Trauer, der Zorn, die Wut und die Verzweiflung füllen einen Ballon. Immer schon rein. Und dann zerplatzt der. Und alle, die dafür gesorgt haben, dass solche Emotionen überhaupt erst möglich wurden, werden damit gesegnet. Die erwischt das nämlich. Aber holla. Prompt wird deren Wut groß und schon fangen die wieder an zu kämpfen. Ach ja, Leute, es könnte alles so einfach sein. Stellt sicher, dass ihr den Zugang zur Kristallenergie habt. Dann habt ihr keine Gedanken des Wuts und der Zorn mehr. Also auch die Emotionen von Wut und Zorn nicht mehr. Auch nicht von Hilflosigkeit. Stelle sicher, dass dich Kristallenergie immer und jederzeit erreicht. Das, was du denkst, mach dafür die Tür auf. Okay, ich danke fürs Zuhören. Danke sehr fürs Zuhören. Und wünsche dir eine wirklich gute Zeit. Und dass wir jetzt in unserem Kopf hier einiges bewegen können, was wir dringend nötig haben. Und dass wir uns auch etwas zubewegen,
worauf wir wirklich, wo wir hinwollen. Eines ist sicher, je mehr du dich in die Kristallenergie reinbewegst, desto mehr ist sichergestellt, dass du sie bekommst. Das ist goldig. Also jeder, der in der Nähe der Kristallenergie ist, der kriegt sie auch. Wird aber auch dazu aufgefordert und muss es auch, Gedanken so zu denken, dass die Kristallenergie in den freien Zugang hat. Und wenn du jetzt mal genau darüber nachdenkst, ist ja auch klar, das kann ja nur so funktionieren. Wie sonst soll es denn gehen? Ich danke fürs Zuhören, ich sagte es ja schon. Und ich wünsche dir wirklich eine geniale, gute Zeit. Alles Gute.